Willkommen zurück. Jetzt zeige ich euch meine zweitliebste App von GoodLock Labs. Es handelt sich hierbei um die App Seitenberührung. Und ihr werdet gleich sehen, der Name ist Programm bei dieser App. Denn diese App ermöglicht es uns, das schöne abgerundete Design zu verwenden, ohne fehlerhafte Eingaben auszulösen. Das heißt, eigentlich gibt es keinen Grund mehr, dass sich irgendein YouTuber über diese schönen abgerundeten Display-Render beschweren kann. Wir behalten das schöne Design bei und lösen nie wieder irgendwelche unbeabsichtigten Aktionen aus. Und jetzt gehen wir in die App und ich zeige euch, wie man es einstellt. So, Seitenberührung. Wir sehen, wir haben drei Voreinstellungen in der App. Die nennen sich optimiert, sensitive Zone und insensitive Zone. Und dann kann man auch eigene entwerfen. Ich zeige euch mal, was das bedeutet. Ich habe jetzt optimiert eingestellt. Wir klicken auf Seitenbereich anzeigen und ihr seht rechts sowie links grüne und gelbe Balken. Was bedeuten diese Balken? All das, was grün ist, ist berührungsempfindlich. Das heißt, da können wir eine Aktion auslösen. All das, was gelb ist, und ihr seht es schon, das ist ganz nah am Rand oder ganz weit außen. Wenn wir dort mit dem Daumen oder mit dem Handballen draufkommen, passiert nichts. Es wird keine Aktion ausgeführt. Jetzt klicken wir auf die sensitive Zone und alles wird nach rechts wandern, also weiter nach außen. Das heißt, unsere Ränder rechts und links werden sensitiver und die Wahrscheinlichkeit steigt, unbeabsichtigte Aktionen auszuführen. Und insensitiv bedeutet dementsprechend, dass die Balken dicker werden. Das heißt, die Ränder sind gar nicht mehr berührungsanfällig. Wir gucken uns das Ganze mal jetzt an einem Beispiel an. Wir gehen mal zu YouTube. Dort habe ich bereits ein Video von Forbes aufgemacht. Und jetzt klicken wir mal auf die grünen Bereiche. Ihr seht es, es wird eine Aktion ausgelöst. Jetzt gehen wir mal auf die gelben Bereiche. Und ihr seht, es passiert absolut nichts. Jetzt wieder auf die grünen und da passiert wieder was. Also ihr merkt schon, ihr könntet diese gelben Balken auch komplett nach oben ziehen, indem wir ein eigenes Profil erstellen. Das heißt hier, all das, wo gelb ist, ihr seht es, es passiert nichts. Und dann braucht ihr nie wieder Angst zu haben, dass irgendeine fehlerhafte oder unbeabsichtigte Aktion durchgeführt wird. Diese App ist wirklich klasse. Wir blenden die Seitenbereiche aus, stellen wieder auf optimiert. Das ist mein, ich sage mal, mein bevorzugtes Profil. Stopp, die Seitenbereiche noch ausblenden. Jetzt zurück. Und wo finden wir das Ganze? Das finden wir im Galaxy Store. Wir müssen dazu in die Suche eingeben. Nicht Seitenbereich, sondern auf Englisch gehalten, Edge Touch. Und ihr seht es. Diese App ist wieder im Rahmen von GoodLock Labs. Also ich kann sie wirklich nur empfehlen. Eine Bewertung von 4,5 Sternen. Ist absolut klasse, diese App. Ladet sie euch runter, stellt es ein und ihr werdet nie wieder Probleme mit den Seitenbereichen haben. Und stellt diese App bitte auch allen anderen vor, so dass keiner mehr irgendeinen Grund hat, sich über die Seitenbereiche zu ärgern. Vielen Dank fürs Zusehen. Freut euch auf die nächsten Apps von GoodLock und macht's gut. Bis dann. Ciao.